Noch ist der Zug nicht abgefahren. In 10 Tagen aber ist Schluss mit dem 9-Euro-Ticket. Dann schnellen die Preise wieder hoch. Soll es einen Nachfolger für die Billigfahrkarte geben? Am Münchner Hauptbahnhof ist man geteilter Meinung. 9-Euro-Ticket ist perfekt, wirklich. Für jeden, der von außerhalb reinkommen muss. Ich fand es eigentlich schon so eigentlich zu bisschen zu billig. Aber es sollte auf jeden Fall eine Nachfolge geben. Angebot geben. Was man heute für so ein Monatsticket bezahlt, das sind ja schon mehrere 50, 60 Euro. Das hilft schon vielen Menschen weiter. Einige Verkehrsbetriebe gehen nicht nur zu den vorherigen Ticketpreisen zurück, sondern wollen sie noch erhöhen. In Stuttgart steigen sie um knapp 5% zum Jahreswechsel, in Nürnberg um 3%. Während die FDP bremst, wollen die Grünen als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket eine 49-Euro-Fahrkarte. Das Billigticket sei ein großer Erfolg gewesen. Die Tatsache, dass es jetzt sehr viele Leute gibt, die Urheberschaft dafür jetzt für sich beanspruchen, bestätigt ja, dass das eine der besten Ideen war, die wir hatten. Und noch weitere Entlastungen soll es geben, für wen ist aber unklar. Die Linke fordert Rentner und Studenten nicht zu vergessen und schlägt ein ganzes Paket vor. Wir wollen die Hartz-IV-Sätze sofort um 200 Euro anheben. Wir sind der Meinung, dass man die Gaspreise deckeln muss. Und wir brauchen einen Mietenstopp, damit die Mieten nicht immer weiter steigen. Die Stadt Hamm setzt auf ein Belohnungssystem. Wer im kommenden Jahr 15% weniger Energie verbraucht, erhält einen 100-Euro-Gutschein. Einlösen kann man den etwa für Bäderbesuche oder Busfahrten.